hier, glaube ich, auch keinen anderen Weg, oder? Weil ich muss darüber, um dann darüber zu kommen, aber... Obwohl... Sehe ich da gerade was? Moment. Da gibt es da doch noch einen anderen Weg. Ne? Hier oben hat man doch Geräusche, oder? Oh, da ist einer. Scheiße. Ja. Mist, wir haben die Geräusche ausgeschalten. Da wir den Generator natürlich kaputt gemacht haben. Scheiße. Verdammt. Hätten wir vielleicht mal früher wissen sollen, aber okay. Aber über die Brücke darüber könnten wir vielleicht. Da, ein Schluck Kaffee. Der mich sieht, aber vielleicht sieht er mich auch nicht. Voila. Nummer 3. Hier oben rum, das wäre dann, glaube ich, ein bisschen leichter. Also hat es doch was gebracht, dass wir da oben geschossen haben. Wir gucken jetzt alle Richtungen. Voilà, und hier haben wir Geräusche. Das ist perfekt, würde ich sagen. Aber da hinten ist noch einer. Das ist genau hinter dem. Könnte unser Vorteil sein, könnte auch unser Nachteil sein. Da ist noch einer, ja, leck mich doch am Arsch. Da ist auch noch einer. Ich glaube, wir sollten... abspeichern oder so. So, zwei weniger. Der eine hat was bemerkt da oben. Natürlich das ganz Gefährliche daran ist ja, dass jetzt wir... der Wolf in Schafwelt sind, also es erinnert mich jetzt stark an Splinter Cell. Der läuft jetzt hier oben.
hinten rum, dann könnte ich den natürlich auch ausschalten. Oh. Haben wir uns jetzt dadurch verraten oder nicht? Ja, scheint gut gegangen zu sein, dass wir uns nicht verraten haben. Der eine läuft jetzt da oben, der andere da unten. Mehr als ich gedacht habe, ey. Also weiter geht's. So, der ist auch weg. Ja, wenn ich den jetzt erschießen würde, dann sehen die den auf jeden Fall. Sau gefährlich das Ding, ey, hier. Ah, da ist auch noch einer. Wenn ich den erschieße, wird er gesehen. Ich kann da nicht weiter, weil dann zieht er mich. Eine Scheiße. Da oben eine Granate hin, da wären ja zwei weg. Valens Tagebuch, Schuldzuweisung. Hitler Wankelmut wird mich noch Afrika, wenn nicht den gesamten Krieg kosten. Die Ratte wurde längst von den Fließbändern laufen und nach Ägypten einfahren, wären da nicht sein Unentschlossenheit und die Stimmungsmacher gegen mich in Berlin. Okay. Ah, der will sich. Das ist echt gefährlich hier. Schaut mal an, wenn ich hier jetzt den erledige, dann zieht der andere mich. Also das ist gefährlich. Und drei auf einmal kann ich nicht ausschalten, das schaffe ich bestimmt nicht. Entlang geht auch schlecht, weil das offen ist hier. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, wäre eine Granate da reinzuschmeißen. Und Schuss von und drei gleichzeitig auszuschließen. Also. Denk mal, wie die Amerikaner gucken werden, wenn sie ihn sehen. Die pissen sich vor Angst in die Hose und verkriechen sich. Ich glaub's ja nicht, ey. Große Fresse und nichts dahinter, ey. Wenn die nicht zu dritt wären, dann. Ah. Das könnte ja hier hingehen, warte mal. So weit drin. Versuch ist es wert, oder? So wie es aussieht, hat geklappt, ey. Drei Stück auf einen Schlag. Das war dafür, dass wir uns in die Hose pissen. Ohne Scheiß. So, jetzt wechseln wir mal schnell die Stellung. Okay. Mann am Boden. Komm schon, bitte.
Die Idee war schon mal gut, aber ich habe doch einen Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt welche folgen oder so, keine Ahnung. Aber fürs Erste gar nicht mal so schlecht. So, die meisten hätten wir wohl ausgeschalten, würde ich sagen. Nochmal zurück. Hoffen, dass keiner jetzt da hochgekommen ist. Wie gesagt, ich habe das Schießen mit der Schalldämpferwaffe irgendwie verlernt, ey. Das kommt daher, da ich die ganze Zeit noch andere Spiele zocke. Aber nicht so schlimm. Könnte schlimmer sein. So, jetzt einen kleinen Überblick verschaffen. So wie es aussieht, haben wir die meisten nämlich weg. Wie es aussieht. Also ich sehe da noch einen. Ah, da unten. Sonst erstmal keinen mehr. Das heißt, dann könnten wir eigentlich... Weil das Geräusch wieder kommt. Die ewigen Jagdgründe checken. Und tschüss. Gut, so weit, so gut. So weit, so gut, würde ich sagen. Sehe ich hier aber auch keinen Gegner mehr. Könnte man doch jetzt versuchen von oben. Sollte ich mal schnell durchsuchen. Könnt ihr ja nie wissen, ob man etwas findet, was man vielleicht gebrauchen könnte. Jetzt laufen wir ganz gemütlich oben entlang. Ist ja noch irgendwas mit 100 Meter entfernt oder so. So rein. So ein Scheiß. So. Okay, dann schauen wir hier mal rein, ob wir hier was Nützliches finden. Oh. Flut überströmt. Na, das ist die US-Version nicht. Da werden die, glaube ich, ein bisschen... Soll ich sagen, ein bisschen zerfetzter, würde ich sagen, nach einer Granate. Finde die Pläne über die Verbesserung der deutschen Waffen. Okay, einen Plan hätten wir schon mal. Wie gesagt, mein Hauptziel ist ja, die Generatoren da abzuschalten. Okay, ich höre hier schon wieder was. Wow! Scheiße. Also hier sind schon mal drei unterwegs. Geduld haben, echt Geduld haben. Jetzt komm, liebes Geräusch, komm bitte. Komm.
Tschüss. Du meldest keinen mehr, was, mein Freund? Hab's doch gewusst, dass da noch welche sein müssen. Das kann ja gar nicht anders sein, du. Okay, da haben wir jetzt einen. Da haben wir einen Leutnant. Ja, da haben wir noch einen. Und tschüss. Oh shit, da sind ja noch mehr. Und tschüss. Gut. Habe ich total übersehen da unten. Sind da noch mehr? Okay, so weit, so gut. Einmal sind wir zwar bis jetzt gestorben, aber da habe ich mich selber in die Luft gesprengt, wie ich Esel. Aber sonst klappt ja alles ziemlich gut. So, da la 100. Ne, 68 Meter haben wir noch vor uns. Bis zu unserem Ziel. Haben wir hier noch welche oder haben wir hier keine mehr? Da haben wir einen. Oh, ich habe eine Spielkarte eingesammelt. Dahinter müssen wir dann. Ich will vorher noch die Möglichkeit haben, die anderen abzuknallen. Deswegen wollen wir das noch nicht auslöschen. Vorsicht, brennbar. Wer hätte es gedacht? Oder haben wir noch einen? Okay, Minimum zwei hätten wir da. Kann ich die von oben abknallen, dass ich das Geräusch im Hintergrund habe? Ich weiß ja nicht, wie viel da drüben noch sind. Also, wenn das wieder so viele sind, dann habe ich echt ein Problem. Deswegen, wie gesagt, am besten da hoch hoffen, dass wir das Geräusch wieder kriegen. Ah, kriegen wir wieder hier. Dann den von weiter weg.